So, ein weiteres Meisterliga-Online-Spiel. Wir spielen auswärts gegen was weiß ich was. Mal gucken, was abgeht. Ein bisschen umgestellt. In der Mitte jetzt den neuen Mann des Marlets, oder wie er heißt. Über rechts David Fuster. Und links außen Arko Egeberg mal wieder. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Komm. Schade. Jaska. Mekovscher. Gut gemacht, gut abgefangen. Schlampiger Pass. Ohne Probleme, abgefangen. Er hat auch ein paar neue Spieler anscheinend am Start hier. Und gut geblockt. Komm. Auf was wartet ihr? David Fuster. Stark durchgesetzt und jetzt an der Platz. Durch die Abwehr. Und er schießt. Ah, diesmal war es abseits. Abseits? Wer jetzt? Also, sein Pimmel oder was war im Abseits? Echt? Und er bezieht seinen Keeper ins Spiel mit ein. David Fuster. Jaska. Ja. Haut das Ding vor. Völlig frei zum Kopfball, muss er drücken. Und es gibt Ecke. Wird die erste Ecke reindrehen. Ach scheiße, warum Jaco? Kopfball! Ui! Ganz enge Kiste, trotzdem vorbei letztlich. Eigentlich muss das ja hier Des Maritz starten. Hier. Dafür habe ich ihn ja geholt. Um Haaresbreite. Komm jetzt, darauf aufbauen! David Fuster. Kickt die Kugel nach vorne. Da tankt er sich durch. Oh, komm! Da verliert er das Leder. Oh, Alter! Was ist hier los schon wieder? Jaska. David Fuster. Oh, ey, warum spielt er denn so quer? Mekovscher, oh Gott, hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Komm! Hier ist Sackgasse. Ah, oh, schade, 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 schade. Oh, Dieter, schnapp nicht ein, nur in dir. Mekovscher. Mirheim. Komm! Dazwischen, oh, jawohl. Und dann verlieren sie ihn an Mekovscher. Ja, da startet er durch. Er kriegt er den Ball. Da war er ganz auf sich allein gestellt gegen eine gegnerische Übermacht. Vielleicht Scheiße! War die Situation wirklich nicht mehr drin. Arko Egeberg. Da flankt er den Ball. Fuck. Gut abgefangen. Ey, was macht denn der? Er sieht gut aus. Gute Möglichkeit zu flanken. Naja. An der Eckfahne. Boah, dicke Ecke. Komm. Pacini. David Fuster. Das ist ein ganz gefährlicher Ballverlust an Mekovscher. Alter, was machen die da? Pacini. Der Ball ist im Aus. Ey, wo spielt der denn hin? Ist das blöd, ey? Ist das blöd? Ich wollte ganz hoch spielen. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Komm! Schlaf nicht ein da! Vorne die Kiste. Und gleich weiterleiten. Hä? Abseits. Gut gesehen vom Schiedsrichterassistenten.
Oh, wie kann man denn bei sowas im Abseits rumstehen? Echt. Mann, im Aufbau. Jaska. Komm, gib Gas da unten. Das kann interessant werden. Ah. Komm, jetzt ein Tor machen. Wohin wirft er? Ich wollte. Ah! Ich drehe durch hier. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Ey, wie kann der so frei sein da unten? Oh, Torwart, da, ja! Also, ein bisschen hingehen kann man. So, also. Da treibt er den Ball. Na, ob, den, ob er den noch kriegt hier, du. Weiter geht's. Oh, das ist noch ein Spiel. Achso, doch ein Einwurf. Den muss er machen! Und jetzt versucht er's! Musste ich schießen. Technisch brillant gemacht, aber den muss er natürlich machen dann. Das ist seine Stärke. Über die Außen kommen, dann in die Mitte ziehen, dann zum Abschluss kommen. Die Chance war da, der Treffer ist nicht gefallen. Komm, Dieter, spring! Ah. Neck of Shirt. Schlag nach vorne. Ah, gute Verteidigung. Da ist die Chance. Tor! Der war abgefälscht. Für den FC Bayern München. Oder? Das war das erste Tor des Spiels. Egal, der war drin. Wie hat Dieter Jakonan da vorne drum geeiert, ey. Spielstand 1:0. Sie haben das Tor gemacht, jetzt müssen sie einfach versuchen, den Gegner zu dominieren und ihr Spiel durchzubringen. Oh Mann, der macht die Dinger immer nicht. Jaska. El Mugawe. Ah, da muss der Ball besser kommen. Einwurf. Mann. Ja, da versucht er die Abwehr zu überlupfen. Naja, noch hat er nicht eingeschlagen hier, mein neuer des Maritz. Die langen Bälle kommen noch nicht, aber gut. Vertändelt erstmal. Pacini. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Party. Mit dem guten Auge, da geht er dazwischen. Der letzte Ball kommt nicht an. Der fünfte Schiedsrichter ist, und jetzt ist Pause. Sie machen einfach zu wenig Tore, echt? Trotz einer guten ersten. Wieder so ein Glückstor, ne? Wieder nichts rausgespielt. Gut, ich habe nichts zugelassen eigentlich. Kann man mit zufrieden sein. Trotzdem, jetzt noch ein 2:0. Komm mal, ganz locker flockig gewinnen jetzt hier. Oh, jetzt wir beginnen mit den zweiten 45 Mann. Minuten. Also Spieler schicken ist sehr schwer, weil irgendwie einer läuft dann immer in der Zeit da vorne in dem richtigen Moment und dann blockt er den. Gucken wir mal jetzt hier an. Na, siehst du? Wieder versucht. Oh. Komm. Gebt hoch herein. Ja. Das kann interessant und kreuzen. Werden. Und reinballern. Und oh, Mann. Die sind so lahm einfach. Stark verteidigt. Party. Komm. Komm. Extra Einladung gibt's heute nicht. Jakomorak holt ihn sich im Handumdrehen zurück. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Er spielt dann hoch, ja. Pacini. Wie, was? Er hat doch noch Ball! Schiri, was ist das? Also da darf er sich nicht beklagen und da hat er sogar noch Glück, dass der Schiri... Der hat noch Glück! Schnauze da, echt! Sind Menschen
Ja, kontinentalen Gesichtspunkten. Ja, bla, bla, bla. Was ist kontinentale Gesichtspunkte? Was soll das? Was soll das sein? Pass in Richtung Grundlinie. Der Ball ist über die Linie und das gibt Einwurf. So, jetzt mal einen akkuraten Konter gleich mal einsetzen. Und da ist der Ballverlust. Ach du Scheiße. Da wird er vom Ball getrennt. Wohin spielt der denn? Seht ihr mal. Die kiffen echt alle. Hey! Hey! Allein in Richtung Tor. Hey! Boah, ey, was ist das immer für ein Scheiß, echt? Zum Ball, zum Ball! Ey, jetzt krieg ich hier langsam aber jetzt einen Rappel da. Möglichkeit von außen. Jetzt ist Übersicht gefragt. Nein! Wie im Leben war das Abseits? Ich glaub's ja wohl. Das ist doch beschiss! Oder? Das war doch Beschiss gerade. Unglaublich. Hey! Und hoher Pass nach vorn. Das kann interessant werden. Nicht im Abseits. Fuck. Eckball. Ei, ei, ei. Und um die Ecke kümmert sich. Mann. Schon Linksfuß jetzt. Reingeschnibbelt. Gutes Defensivverhalten. Der ist schön durchgekommen. Ecke. Und in der Mitte winken seine Jungs. Und er klaut ihm das Leder. Voll abgezogen. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Voll abgezogen. Schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Pacini. Jakomorak. Anorak, ey. Pacini. Und er spielt den Ball. Komm, Fuster. Er ist die Chance zu flanken. Ey, wo ist denn die Scheiß Flanke wieder? War nicht gerade das Gelbe vom Ei. Mirheim. Volleyman. Ein langer Ball nach vorn. Noch 15 Minuten zu gehen. Was ist denn jetzt? Hey, was ist das denn? Das Spiel bleibt stehen. 75. Hallo, was ist das? Ey. Was ist denn das? Hat der abgebrochen? Du bist ein kleiner Wichser. Du bist ein kleiner Bastard. Echt. Ey, das ist doch nicht wahr, oder? Da knatscht sogar schon mein Stuhl, ey. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Da ist man mal auf der Siegerstraße und dann bricht der Typ ab, oder was? Christian M.A. Du bist ein kleiner Pisser. Echt. Hast wahrscheinlich einen richtig kleinen Penis. Ein dickes Arschloch, weil du dich immer durchficken lässt von irgendwelchen Leuten, ey. Alter, was bist du für ein Idiot, ey? Christian M.A. Ey. Das ganze Internet soll das wissen. Siehst dich bei YouTube wieder, ne? Also, Entschuldigung fürs Ausrasten, aber sowas kann ich einfach nicht leiden. Spielt fair hier. So, ich hoffe, das nächste Spiel wird besser. Also, bis dahin. Ciao.